Wir haben sie doch nicht alle. Ein anständiger Kerl wie er hat doch mit Wahrsagerei nichts am Hut. Trotzdem haben sie ihn deswegen verbrannt. Du glaubst das auch noch? Deine Schwester wird das nicht glauben. Ja, so darf man nicht denken. Macht ihn Platz! Also, was soll's sein? Adresse. Er würde jetzt Knödel verkaufen. Jonas hat geschworen. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Schon wieder Regen. Verdammte Mafia. Oh! Unsere Welt wird brennen. Brennen im ewigen Feuer. Neben dem Rinnstein ist nass genug. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer! Wir wollten nur... Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt! Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. In sein Schwert zu rennen. Bitte, überlasst ihn mir! Kopfstoß! Ihr scheiß Kopfstoß! Du wirst es nie lernen. Genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Totes Fleisch, Arschloch! Reißt euch zusammen, Jungs! Verfluchte Hurensöhne! Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri.
Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Tja. Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der 7 Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Jährlicher Balladenwettbewerb Silberner Lorbeer, verliehen an Meister Rittersporn. Durch Prinz Herewart höchst selbst und das Fest, auf dem hinterher die Preisträger gefeiert wurden. Rittersporn brachte einem Schwein das Jodeln bei und ich, ach, davon ein andermal. Zehn Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt, zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Sultan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan.
Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Vaatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön, aber Vaatre, ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysimar kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen, aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Findabea wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Sollen dich die Läuse fressen, Räudiger? Ein ganzer Tag verschwendet. Ich bin ein Bürger, der gerade keinen festen Wohnsitz hat. Das ist alles. Wenn du weitersuchen willst, bitte. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Junior sagt, du hast vereinbart, ihm mehr zu... Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich.
Zahl nicht? Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Ich. Mein Preis war besser. Na schön. Mal sehen, ob du ein Schnäppchen oder ein Reinfall bist. Jetzt alle gemeinsam! Töte den Bastard! Verfluchte Scheiße! Du verfluchter Bastard! Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Ich zahle jeden Kopper zurück. Hurensohn ist kein... Was soll das Geschrei? So ungefähr. Halt dich da raus. Vespula. Ach. Ich. Na sch... Der Hexer wird euch zeigen. Jetzt links! Links! Jetzt! Verflucht der Scheiß! Schlag verdammt nochmal zu! Na komm schon. Los, auf ihn! Haltet euch die Augen zu!
Major sagt, du hast vereinbart, ihm mehr zu zahlen. Aber ich habe nicht vereinbart, dass es einen Krieg gibt. Ich habe nur noch ein Viertel meiner Kunden. Welch ein Zufall, dass ich dich auch vierteln werde. Ich zahle jeden Kopper zu... Hilf! Was? So... Halt die... Wes... Ach. Ich. Der Hexer wird euch zeigen! Halt ihn von hinten an! Jetzt! Fluch der Scheiße! Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Schlag verdammt nochmal zu! Was soll so und... Halt dich da raus, Grauk! Vespulach! Ich. Ihr Schweine! Ich hab es nicht als Bier! Schon die Hose voll! Verfickte Flüche! Dafür wirst du bezahlen.
Schlagt ihn! Tötet ihn! Fluche Scheiße! Haltet euch die Augen zu! Los, auf ihn! Stirb, Schwachkopf! Verfluchte Scheiße! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Schlagt ihn! Tötet ihn! Verfickte Flüche! Auf ihn! Haltet euch die Augen zu! Du verfluchter Bastard! Tja! Oh. Greift ihn von hinten an! Der Hexer wird es zeigen! Tot! Ihr Schweine!
blutbesudelt. Alles. Die ganze Arbeit. Umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Schon gut. Das kann man auswaschen. Natürlich. Man muss es nur in weißem Essig einweichen. Aber das ist nicht der Punkt. Das wird Junior mir nicht verzeihen. Entweder mache ich den Laden selber zu, oder er brennt ihn nieder. Tut mir leid. Daran habe ich nicht gedacht. Das Los der Frauen. Die Männer amüsieren sich, die Frauen kehren die Scherben auf. Tja, ich muss wohl nach Ochsenfurt ziehen. Professoren brauchen ja auch saubere Wäsche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das Gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Thank you.
Jugend heutzutage. Alle weichen der Träume. Mutant. Hat er die Reparatur geschafft? Nein, hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt knüllen. In der Hand geschworen, singt an meinem Grabe. So, er starb besoffen, aber als feiner Mann. Zauber dazu. Reparatur geschafft. Hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Knödel verkaufen. Jonas hat geschworen, dass es Hatori ist. Singt an meinem Grabe. So ein Sack. Aber als feiner Mann. Ich hab dich bei Chapelles Verbrennung gesehen. Irgendwas an dir. Soll ich dir was schärfen oder Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Was hast du im...
Bis dann. Du beschäftigst. Hey, du! Hast mir reicht's mit dem Wohlen gesehen. Leute! Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Oh. Willkommen, willkommen. Immer herein. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. So besser? Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber
Ja? Er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Starr die Kinder nicht so an, du machst ihnen Angst. Was willst du? Ah. Mein Papa ist Hexen, entschuldige mich. Heute Morgen hat meine Greta Mama, Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. In einem Haus sollen sich... Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Wir haben uns schon getroffen. Und wie? Stell dir vor, Luisa, der Kaiser wollte den Hexer sehen. Da hatte auch ich das Glück, ihn zu treffen. Geralt von Riva ist jetzt in Diensten Kaiser Emhyrs. Interessant. Hat war Emreis dich geschickt, um Novigrad von Monstern zu befreien? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelbut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Also, wenn Molly da ist, dann mal los.
Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. De Volt hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Die graue Stute sieht schnell aus. Außerdem kannte ich mal einen Mann namens Kahir. Ich nehme sie. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem serikanischen Braunen. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Reiter, bereit? Los, los! Nicht das Pferd schonen! Hey! Atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Noch mehr Treibgut aus Temerien.
Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte. Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Ah, Geralt. Was kann ich für dich tun? Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht?
Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Was hat dein Vater damit zu tun? Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Mach's gut. Deine Greta hat die Fantasie eines betrunkenen Barden. Bei ernsten Sachen lügt sie nie. Ein Stallbursche hat ihr erzählt, dass von den Leichen nur noch Fetzen übrig sind. Stallbursche? Noch so eine zuverlässige Quelle. Jeder in Novigrad will sich interessant machen. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corintilli, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Benimm dich. Seht ihr, was ich sehe? Geschwätz. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Warum nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Und ob? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann, du Ratte, gesagt hat. Dann hat er ihn umgebracht. Jetzt ist die Erscheinung dran. Schluss jetzt. Wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Bestimmt nicht. Woher willst du das wissen? Mama sagt, er braucht nur einen Husten zu kriegen. Schon ist er ein Zauberer und er hat Fieber. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein. Wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht... Nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn noch mal gesehen? Nach
Dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Was willst du? Ich will Rosa Baatre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann?
gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte Wir haben den Jarl überquert und wir werden auch den Potter überqueren. Was machst du da? Du stehst auf Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Herren war Adre für dich. Und ich befehle dir zu verschwinden, Schnucki, bevor ich Papa. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe, lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann! Meinst du, Rosa war Atre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die war Atres verlangen das Beste, und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum, sofort! Jawohl, Fräulein. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Komm mit. Mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nehmen wir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann?
Und wie bist du reingekommen? Bilde ich's mir ein oder haben wir eben darüber gesprochen? Im Garten? Im Garten? Ja, richtig. Im Garten. Also, was sagtest du noch gleich, warum du hier bist? Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Na komm schon. Hör auf zu prallen, kämpf! Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eins führen kannst? Komm schon, komm näher. Hör auf zu prallen und kämpf. Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment, dann warst du das im Garten? Natürlich war ich das. Warum? Wollte Rosa dich für dumm verkaufen? Nicht böse sein. Das ist ein uraltes Spiel. Wir wurden schon immer miteinander verwechselt. Dann hat auch Rittersporn euch verwechselt? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Badin.
Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kuvir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut, bis dann. Bis dann, Meister Hexer. So leid. Verpiss dich. Wir haben den Yara überquert und wir werden auch den Potter überqueren. Intoleranz und Aberglaube war immer das Terrain. Der Jungen hat meine Gräfer Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. In einem Haus sollen sich geheimnisvolle Morde ereignen. Deine Gräfer hat die Fantasie eines getrunkenen Wahres. Dein ernsten Sachen. Gegrüßt sei der gnädige Herr. Rasierer, Scheren, Messer, alles ganz frisch geschliffen. Ich brauche einen Haarschnitt. Kriegst du das hin? Bis dann. Gegrüßt sei der gnädige Herr. Ich brauche einen Harsch.
Bis dann. Du weißt schon, die Waffe! Fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Zauberinnen, deren Verfügung mit diesem Heilmann erblassen. Ich bin drauf, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Du Bescheid. Für wen hältst du dich eigentlich? Du Bescheid. Veteran. Ja? Eine Krone? Sei gelobt. Ein Schwert. Hier, was ein Kugel? Verstandst du? Hilfe! Ich rette mich. Ich sterbe, wenn ich mein Schwert gesammelt Drängeln! Der Niedergang der Zivilisation! Oh, moralischer Verfall! Hey, Hüpfer. Was muss ich tun mit deinem Schuh? Ich glaube, ich habe mich verloren. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. Wie geht's dir, Kuschel? Hast du den alten Soltan vermisst, Kreuzchen? Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Soltan. Vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu. Sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wer ist diese Priscilla? Eine Bardin, wie du sagtest. Seit kurzem ziemlich bekannt. Stell dir Rittersporn mit Titten vor, dann weißt du in etwa, wie sie aussieht. Interessantes Bild. Wie ist Rittersporn mit seiner Doppelgängerin klargekommen? Hat sich verknallt, glaube ich. Was soll ich sagen? Könnte sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe an Armut. Hast du meine Krone? Hast du meine Krone? Hast du meine Krone? Hast du meine Krone? Hast du meine Krone?
Ordnung sein. Du bist hier der Einzige, der was verwechselt. Her mit dem Kronen, aber schnell! Bin ich kaputt. Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren. Habt ihr das gehört, Jungs? Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Er spricht Flüche. Der Mutant wird jetzt stark. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Bin ich kaputt. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Ich muss pissen wie ein Stier. Das beste Angebot weit und breit. 1:2. Exkremente in die Kanalisation fließt. Ah, hier kriegt ein Hexer rum. Seht, leichenblasses Gesicht. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Für ein Relikt kann ich mit dem Schwert gut umgehen. Ich kenne einen Schnitt, bei dem du verblutest, bevor du den Boden berührst. Dir sind die Worte ausgegangen? Gut so. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute! Kürse sollen wir anbauen. Würde sich lohnen, haben sie gesagt. Hurra! Also jetzt... Nein! Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los.
Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand, den Sternen so wieder in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unser Schicksal, als wäre es Muster, bildet. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Der Wolfsspur nach folge ich in den Schneesturm, um dein stures Herz abermals aufzuspüren. Durch Zorn und Trauer in Eis verwandelt, lass mich deine kalten Lippen küssen, schmelzen. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte. Als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das? Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht, mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen?
Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt, sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle teuflisch schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räufen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht, aber Räufen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich und sag mir, sobald du was erfahren hast. Tja, ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Großmarin. Ich muss Buschel füttern und dann heißt es abwarten. Ich habe nur ein einzigen Machen wir da hin? Wenn ich das wollte, werte Dame. Ich warte, das war's noch nicht. Das heißt, sie sei gar nicht seine Tochter. Es wäre zu teuer, wenn ich mehr hier. Warum denn? Ich bin wenn sie schockt, sind die Getränke immer noch ausgezeichnet. Die Gase.
Dank. Du bist Chase. Ich bin ein Hexer. Ha-ja! Ich brauche einen silberbeschlagenen Duft. Komm nächste Woche. Dann habt ihr diese Frauen gesehen. Wir verneigen uns im Gebet vor dem ewigen Feuer. Herrn und schreib mir ein Sonett, ja? Case Rex. Quessel? Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Gerald von Riva, ja? Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke, hat sie gesagt. Du sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Der Gesandte von Kovia hat einige Dörfer bei den Wetten eingesetzt und verloren. Auch Geld, wie? Weitergehen! Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Gerald von Riva. Der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch! Links, zwei, drei, vier. Endlich! Gehen wir, Gerald. Ich will dir was zeigen. Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Gerald. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Hier. Weißt du, ich dachte... Wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke, wie in den Romanen. Zieh das Schwert! Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir.
Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Wenn die Dame drauf besteht, aber nicht, dass hinterher jemand heult. Im Fall des Falles habe ich ein Taschentuch für dich. En garde. Was machst du? Komm schon, komm näher. Au! Au! Halt! Ich ergebe mich! Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Scheiße, sie ist weggelaufen. Va'atre bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Kann nicht mehr weit sein. Hier geht's zur sieben Katzen. Toll. Das Mädchen will eben Spaß haben. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Es ist traurig, hier so alleine zu sitzen. Mein Freund und ich können uns zu dir setzen, dir ein paar Witze. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst. Das ist die Tochter des Botschafters Va'atre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Lasst es mich so ausdrücken, dass ihr es versteht. Verpisst euch! Sieh an, nicht nur die Schwarzen kommandieren uns herum. Jetzt fangen auch noch die Hexer damit an. Schade bloß, dass ich mir von beiden nichts sagen lasse. Auf ihn, Lukas! Na komm schon. Bring dir zu Ende. Aua! Ist dir jetzt klar, warum dein Vater darauf besteht, dass dich Soldaten begleiten? Damit sie mich retten können. So wie du. Nein, damit du gar nicht erst gerettet werden musst. Rosa, diese Leute sind deinetwegen gestorben. Na und? Erwartest du, dass ich in Tränen ausbreche? Eine Schweigeminute einlege? Das waren Halunken, die haben es so verdient. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg.
ein Hexer! Ha-ja!